Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine Lauchquiche vorstellen und die mache ich heute mal mit Bacon und Mozzarella. Also etwas anders als die klassische Version, aber super lecker, super zart und käsig. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Ja, wie immer habe ich alles schon rausgelegt, was wir brauchen. Wir brauchen Lauch oder Porree, wir brauchen ein bisschen Öl, außerdem Quiche-Teig, den habe ich jetzt sehr fertig aus dem Kühlregal genommen. Wir brauchen Mehl, etwas Petersilie zum Garnieren, eine Tomate, eine große Zwiebel, Bacon-Würfel oder Bacon-Streifen, Mozzarella, Creme fraiche, ein paar Eier und würzen werden wir das Ganze mit Pfeffer und dann kann es auch schon losgehen. Ich beginne damit, den Bacon anzubraten, und zwar so lange, bis er sein Fett entlassen hat. Das dauert so 10 Minuten, nicht so ganz hohe Hitze, so mittlere Hitze, ein bisschen warten. Und das seht ihr dann, wenn der Bacon eben gleich so aussieht, dass er wirklich nur noch im Fett schwimmt, dann wird er langsam kross und dann reicht es auch. Und dann ist genug Hitze runter. Und dann nehme ich meinen Bacon raus und gebe ihn hier in eine Schüssel, die ich vorher mit Haushaltspapier ausgelegt habe, um ihn komplett zu entfetten. Also machen wir erstmal die Pfanne leer und dann haben wir auch hinterher wirklich Bacon, der deutlich weniger Fett hat als vorher. Sicherlich ist er nicht fettfrei, aber er hat weniger Fett. Und so sieht das dann aus. Und den Bacon können wir erstmal wegstellen und abkühlen lassen. Nächster Schritt. Ich mache hier meinen Lauch fertig. Mein Lauch müsst ihr mal ein bisschen aufpassen. Gerade wenn ihr das Grüne, das Dunkelgrüne mitverwenden wollt, dann seht ihr oben, da ist fast immer Dreck drin. Lauch also immer schön sorgfältig waschen oben die Enden. Sonst haben eure Gäste oder ihr selber nachher knirschenden Sand zwischen den Zähnen. Nicht gut. Wenn das erledigt ist, dann schneide ich den Lauch zwei- oder dreimal längst. Und dann mache ich jetzt hier so kleine Stücke. Auch da beim Lauch, den möchte ich hinterher noch sehen und schmecken. Also nicht so ganz kleine Stücke, sondern der soll ruhig ein bisschen größer sein, dass man ihn hinterher eben noch sieht. Also so sieht das aus, nicht kleiner. Das reicht vollkommen. Dann kommt als nächstes die Zwiebel. Und die Zwiebel auch wirklich einfach nur halbieren, pellen. Und dann schneide ich auch die Zwiebel, so ähnlich wie den Lauch, nicht in so ganz kleine Stücke. Auch die möchte ich hinterher möglichst noch sehen. Dass hier diese Würfel, die Größe reichen völlig aus. Kleiner müsst ihr die Zwiebel gar nicht schneiden, denn die geht ja auch noch so ein bisschen zusammen. Also können ruhig so Streifen drin sein noch, das macht überhaupt nichts. Das ist in Ordnung. Dann kommt die Tomate, da schneide ich kurz den Strunk ab oben und dann schneide ich meine Tomate in dünne Scheiben. Braucht ein scharfes Messer dafür. Einmal aufschneiden, so ganz dünn müssen die gar nicht sein. Und das war's dann auch schon. Mit der Tomate, die brauchen wir später zum Drauflegen, sieht dann so aus. Und als letzte Vorbereitungshandlung, jetzt hier habe ich noch das Petersilie und die hacke ich auch nur grob klein, die brauche ich zum Garnieren nachher. Das war es auch schon, so sieht das aus. Dann gehe ich jetzt an eine Schüssel, schlage mir in meine Schüssel 4 Eier und diese 4 Eier, die verquirle ich jetzt erstmal und wenn ich die gut verquirlt habe, dann gebe ich als nächstes mein Creme fraiche in die Eier. Das verrühre ich wieder ordentlich und dann haben wir noch den Mozzarella, den ich dann jetzt hier zu der Eiercreme fraiche Masse gebe. Auch das Ganze verrühre ich gut und wenn so eine halbwegs homogene Masse entstanden ist von Eiern, Creme fraiche und Mozzarella, dann kommt als letzter Schritt nur noch Pfeffer. Gewürzt wird mit Pfeffer. Kein Salz mehr, da ist wirklich genug Salz drin, sowohl im Käse als auch im Bacon. Im Zweifel müsst ihr probieren, aber ich habe kein Salz mehr reingegeben. Wegstellen und dann geht es an die Pfanne. Pfanne ein bisschen Öl erhitzen und in diesem Öl dann zunächst die Zwiebel anbraten. Auch das dauert so 5, ja, eher 10 Minuten wahrscheinlich, nicht ganz so hohe Hitze, so 3/4. Und dann braten wir die Zwiebeln an, bis die beginnen zu bräunen. Ja, vorsichtig, die werden dann schnell schwarz. Also wenn die Zwiebeln so anfangen, ganz langsam gelblich zu werden, durchsichtig zu werden, dann seht ihr hier, dann sind die auch soweit. Als nächstes gebe ich jetzt Porree dazu, oder Lauch. Und auch den Lauch zusammen mit den Zwiebeln brate ich jetzt nochmal, bestimmt gute 10 Minuten nochmal an. Der geht ja dann deutlich zusammen.
Ihr seht auch da jetzt, da bleibt da nicht mehr so viel über. Und wenn das geschehen ist, dann gebe ich meinen Bacon wieder zurück. Und dann können wir auch schon die Hitze ausmachen jetzt, denn jetzt mische ich den Bacon nur noch drunter und dann sieht das schon ziemlich lecker aus hier für die spätere Füllung. Und die Masse kann ich erstmal wegstellen. Jetzt nehme ich meine Springform hier, die ich für die Quiche immer ganz gerne benutze. Das ist sehr praktisch, finde ich. Die öle ich so ein bisschen ein, damit hinterher die Quiche dann auch wirklich rausgeht und die nicht klebt. Und dann gebe ich nochmal so ein bisschen Mehl in die Form und bestäube jetzt die gesamte Form mit dem Mehl, damit wir hinterher wirklich die Quiche ohne Unfall komplett und sauber rauskriegen. Das ist wirklich easy, das geht schnell. Ne? Also einmal so ein bisschen schütteln, rütteln und so sieht das aus dann. Ja, dann habe ich als nächsten Schritt meinen Quiche-Teig. Den habe ich so eine gute halbe Stunde vorher rausgenommen aus dem Kühlschrank, damit er weich ist, elastisch. Und den drücke ich jetzt vorsichtig hier in die Quiche-Form. Und dann müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht Löcher reindrückt, so am Rand. Das geht aber eigentlich ganz gut mit den fertigen Teigen. Die sind doch relativ dick noch. Sollte funktionieren. Etwas vorsichtig schön an die Ränder drücken, damit wir dahinter keine Blasen haben und ihr dann irgendwie eine ungleichmäßige Füllung habt. Also schön mit den Fingern nacharbeiten. Und wenn ich den so halbwegs drin habe und die Ecken auch wirklich, die Ränder hier auch wirklich ausgefüllt sind, dann gehe ich einfach so mit beiden Händen immer rum um die Form und drücke den Rand jetzt nochmal richtig an, damit er auch steht, damit er auch die Form wirklich komplett ausfüllt und wir nachher auch ein schönes einheitliches Bild beim Schneiden haben. Und dann kommt schon wieder meine Zwiebellauchmasse zurück. Die gebe ich jetzt einfach hier in die Quiche, in die Form und verteile jetzt die Zwiebellauchmasse, so dass sie gleichmäßig auf dem Boden verteilt ist. Und als nächster Schritt jetzt gebe ich hier meine Eier-Mozzarella-Creme-Fesh-Masse dazu. Ihr könnt es auch vorher mischen im Behälter, wenn euch das lieber ist. Das geht natürlich auch. Ich habe es jetzt so gemacht. Und damit sich das so ein bisschen verbindet, nehme ich dann hier mein Schneebesen und drehe so ganz vorsichtig die Eier-Mozzarella-Masse in die Lauch-Bacon-Masse, damit sich das so ein bisschen verbindet. Das war's auch schon. Letzter Schritt vorm Ofen. Jetzt gebe ich noch meine Tomatenscheiben oben drauf. Mehr muss ich gar nicht mehr machen. Also hier schön die Tomaten verteilen. Und wenn wir die Tomaten verteilt haben, dann kommt der letzte Schritt. Denn dann geht die Form in den Ofen. Und hier bei mir haben gereicht 180 Grad, Ober-Unterhitze 45 Minuten. Müsst ihr ein bisschen testen mit dem Stäbchen, vielleicht ist es ein bisschen mehr. Dann können wir auch gucken, ob es geklappt hat. Ja, ihr seht, optisch sieht das schon mal ganz lecker aus. Riecht auch sehr schön schon. Und durch unsere Vorbereitung mit dem Öl und dem Mehl lässt sich der Rand auch einwandfrei lösen. Da ist nichts kaputt gegangen, da ist nichts gebröckelt. Als letzten Schritt hier vorm Servieren gebe ich jetzt hier noch meine Petersilie über die Quiche als optische kleine Garnierung. Und da können wir auch schon anschneiden. Und die Quiche ist auch tatsächlich fest geworden. Wie gesagt, ich habe einen Stäbchentest gemacht. Dann kann man eben mal gucken, ob man noch ein bisschen länger braucht. Und dann können wir unsere Quiche lauwarm servieren. Vielleicht ein Glas Weißwein dazu. Und ihr seht, meine Lauch-Quiche mit Bacon und Mozzarella sieht ganz wundervoll aus. Schmeckt super käsig, ganz lecker. Genug Salz, also das reichte völlig. Super leckerer Abendsnack. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.